Willkommen in Spanien und damit willkommen zu einem weiteren Fahrbericht, heute mit dem Cupra Born. Der Born ist das erste vollelektrische Fahrzeug der Marke und er teilt sich zudem die Basis mit dem VW ID.3. Ich möchte mir heute mal anschauen, was der neue Cupra Born so zu bieten hat. Und zwar, wenn es um Dinge geht wie Laden, Reichweite, Batteriegrößen, Komfort, Assistenz- und Sicherheitssysteme, Infotainment, Kofferraum und vieles, vieles mehr. Und was mich außerdem noch wirklich interessiert, ist, ob der hier ein echter Cupra ist. Die Materialien und auch deren Verarbeitung hier im Cupra Born finde ich persönlich ansprechender als im Schwestermodell von Volkswagen. Ich finde hier selbstverständlich auch Kunststoff, wie zum Beispiel hier oben auf der Türverkleidung oder hier vorne am Armaturenbrett. Aber wenn ich dann hier ein bisschen tiefer gehe, habe ich hier zum Beispiel eine weiche Auflage. Ist so eine Velour-Optik, sehr schön angenehm und sieht auch gut aus. Dann habe ich hier beim Armaturenbrett ebenfalls das Armaturenbrett bespannt. Gefällt mir persönlich auch sehr gut. Und wenn ich mir diese Hartplastikteile hier vorne am Armaturenbrett anschaue, da habe ich eine Struktur drin, die das Ganze einfach mal aufwertet. Dazu kommt noch, dass wir hier Cupra-typisch sehr viele Oberflächen in Kupferfarbe haben. Und das sorgt einfach dafür, dass, dass der Innenraum anders wirkt. Zum Beispiel haben wir Ziernähte am Lenkrad oder hier vorne am Armaturenbrett in Kupfer. Wir haben natürlich das Cupra-Logo in Kupfer. Und wir haben zum Beispiel hier um die Mittelkonsole herum und selbst um die Luftausströme herum kupferfarbene Elemente. Und das sorgt einfach dafür, dass das Interieur hier hochwertiger wirkt. Unser Testwagen fährt vor einer Farbe, die nennt sich Aurora Blue. Und die gehört bei dem Cupra hier zu den sogenannten Exklusivfarben. Und das heißt, hier werden 900 Euro extra fällig. Wenn ihr euch für eine normale Metallic-Lackierung entscheiden solltet, kostet sie immer noch rund 600 Euro extra. Wenn wir von vorne aufs Auto schauen, der Wagen ist 1,80 Meter breit. Er wirkt aber, wie ich finde, sehr viel sportlicher als zum Beispiel der ID.3. Das liegt unter anderem daran, wir haben hier vorne das große Cupra-Logo. Hier unten nochmal schön schmal in diesem Bereich den Cupra-Schriftzug. Natürlich beides schön in Kupfer. Und der Wagen hat, obwohl es ein E-Fahrzeug ist, ein sehr großen Lufteinlass. Auch hier wieder sehen wir diese typischen Kupferfarben und das Ganze sorgt auch zusammen hier mit den Flaps an der Seite für eine sehr aggressive, sehr sportliche Optik. Darüber hinaus hat der Cupra Born immer Voll-LED-Scheinwerfer mit an Bord, sogar inklusive Schlechtwetterlicht. Also hier müsst ihr nichts extra für LED bezahlen. Was man hier auf den Bergstraßen rund um Barcelona feststellt, ist, wie straff dieser Cupra Born liegt. Das ist auf glatter Fahrbahn sehr schön, weil er sehr schön direkt ist, sehr schön satt auf der Straße liegt. Wenn aber ein paar mehr Unebenheiten hintereinander kommen, so wie wir das hier haben, dann hat man das schon mal, dass man sagt, naja, ein bisschen komfortabler dürfte er gerne sein. Und ich habe bisher noch nichts bei den Fahrprogrammen gemacht. Also wir fahren immer noch im Standardprogramm. Wie gesagt, wenn ich hier so ein bisschen Kurven räubern will, ist das super. Wenn ich aber sage, ich will einfach mal so cruisen, dann ist es hier und da schon recht straff. Das Platzangebot hier im Cupra Born ist auch für große Menschen wie mich mit 1,95 Meter und ein bisschen mehr Gewicht wirklich sehr ordentlich. Ich sitze hier vorne gut, kann den Sitz vernünftig einstellen, kann die Lenksäule vernünftig einstellen und habe immer noch Kopffreiheit über und das, obwohl ich immer sehr aufrecht im Auto sitze. Für die Beine ist auch genug Raum da und somit fühle ich mich im Auto hier vorne wirklich sehr wohl. Ein Grund dafür ist außerdem, dass ich einen Sitz an Bord habe, der bereits serienmäßig als Schalensitz ausgeführt ist. Das heißt, ich habe sehr viel Seitenhalt und trotzdem noch richtig viel Komfort. Und damit kann ich mir vorstellen, dass ich in diesem Auto auch längere Strecken absolut stressfrei hinter mich bringe. Wie es hinter mir ausschaut, das probieren wir gleich mal kurz bei einem Zwischenstopp aus. So ein kurzer Zwischenstopp, um mal zu schauen, ob ich hinter mir sitzen kann. Mein Sitz, wie immer, nicht verstellt. Ich bin 1,95, ein wenig beleibt. Wir schauen mal, ob ich da reinpasse. Mal gucken. So, also einsteigen. Funktioniert grundsätzlich. Also Kopffreiheit habe ich auf jeden Fall nicht genug. Da stoße ich wirklich mit dem Kopf an. Na, da ist tatsächlich nichts über. Vor den Knien habe ich wirklich noch Platz. Das liegt aber daran, ich sitze halt wirklich sehr steil im Auto oder mit einem sehr aufrechter Sitzlehne. Aber ansonsten gut unter dem Sitz vorne habe ich keinen Platz mehr. Der ist aber auch ganz unten. Aber ich denke, mit 1,80 Meter vorne, 1,80 Meter hinten müsste es passen. Und da wird dann die Kopffreiheit wahrscheinlich ebenfalls ausreichen. Cupra-typisch gibt es natürlich auch im Born unterschiedliche Fahrmodi zur Auswahl. Die wählt man, wie sollte es anders sein, über das große Touchscreen. Über das Auto komme ich in die Einstellungen für die Autoeinstellung und da gibt es einen Bereich Drive Profile
Und da drin finde ich zum einen ein Profil, das heißt Range. Das sorgt, wie der Name schon sagt, dafür, dass ich möglichst energiesparend unterwegs bin, um möglichst lange fahren zu können. Daneben finde ich den Bereich Komfort. Das ist der Fahrmodus, den ich eigentlich heute den größten Teil der Zeit genutzt habe und der den Wagen auch schon, ja, indem man den Wagen auch schon recht sportlich bewegen kann. Und dann gibt es natürlich, wie sollte es beim Cupra anders sein, eine Performance-Möglichkeit als Auswahl. Das heißt, ich habe ein Performance-Fahrprogramm. Damit wird der Wagen ja ein bisschen bissiger, macht dann noch mal mehr Spaß. Aber Obacht, natürlich ändert sich ja auch ein bisschen was am Verbrauch, wenn ihr die volle Leistung unseres Fahrzeugs abruft. Und dann gibt es, wie ebenfalls bei allen anderen Cupra-Modellen auch, den Individual-Fahrmodi. Da könnt ihr euch wirklich in der Konfiguration ganz genau aussuchen, welcher Teil vom Auto sich wie verhalten soll, damit ihr euch während der Fahrt wohlfühlt. Die Basisausstattung des Cupra Born, die kann sich wirklich schon sehen lassen. Hier sind unter anderem Sportschalensitze mit an Bord. Hier ist ein Sportlenkrad mit an Bord. Wir haben digitales Autoradio, wir haben digitales Cockpit, wir haben ein 12 Zoll großes Touchscreen in der Mittelkonsole, wir haben eine Klimaanlage und vieles, vieles mehr bereits in der Basisausstattung. Darüber hinaus gibt es natürlich noch einige Extras zu bestellen, aber ich finde, dass bereits die Grundausstattung sich schon wirklich sehen lassen kann. Den Cupra Born wird es in drei unterschiedlichen Leistungsstufen geben, und zwar 110, 150 und 170 kW. Letztere dann mit dem sogenannten E-Boost. Alle drei Varianten leisten maximal 310 Newtonmeter Drehmoment, aber das ja ab Umdrehung 0. Bei allen dreien finden wir übrigens unter der Motorhaube weder einen vorderen Kofferraum noch den Motor, denn der Cupra Born ist immer ein Hecktriebler. Der Permanent-Synchronmotor ist hier oberhalb der Hinterachse verbaut. Die Anzeigeinstrumente hier im Cupra Born sind immer voll digital. Und so finden wir direkt vor uns hinterm Lenkrad ein 5,3 Zoll großes Display. Das zeigt uns die wichtigsten Informationen zum Fahren an. Zum einen die Geschwindigkeit, zum anderen Informationen der Verkehrszeichenerkennung und auch die Restreichweite, die wir hier noch im Auto haben. Darüber hinaus habe ich hier auch die Anzeige des aktuell gewählten Fahrprogramms und ich kann über eine Taste am Lenkrad den Look verändern. Das heißt, ich kann quasi nach links oder rechts swipen und dadurch andere Inhalte einblenden. Zum Beispiel bei mir jetzt den Spurhalteassistenten, sodass ich eben darüber auch nochmal Informationen bekomme. Gucke ich weiter nach rechts, dann finde ich serienmäßig ein 12 Zoll großes Touchscreen. Das ist wirklich massiv, gerade für so ein relativ kompaktes Auto. Und dahinter verbirgt sich je nach Ausstattung unter anderem ein Navigationssystem mit Live-Daten. Ich finde hier im Auto Apple CarPlay und Android Auto auch kabellos vor. Ich habe hier natürlich die Möglichkeit, die Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen. Ich kann die Klimaanlage darüber steuern und vieles, vieles mehr. Diese Systeme kennen wir aber auch schon aus anderen Seat-Modellen. Das ist im Grunde genommen der gleiche Umfang. Das Einzige, was hier eben noch dazu kommt, ist, dass ich natürlich in der Navigation auch Ladesäulen mit angezeigt bekomme, denn die sind für mich als Elektroautofahrer natürlich extrem wichtig. Aber ansonsten habt ihr hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Homescreen, den dreigeteilten, selbst zu konfigurieren. Ihr könnt die Standklimatisierung vorwählen fürs Auto, Fahrzeugdaten abrufen und vieles, vieles mehr. Bei den Fahrzeugdaten ist noch wichtig, dass das natürlich für das Thema Elektrofahren nicht ganz uninteressant ist, denn da habe ich wirklich detailliert die Informationen, wie meine Verbrauchswerte aussehen und kann mir hier, wenn ich möchte, auch den Status des Autos abrufen, einfach zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Selbstverständlich geht das Ganze bei dem Cupra auch über eine App, sodass ich hier auch die Möglichkeit der Fernsteuerung habe. Das Kofferraumvolumen des Cupra Born beträgt mit aufgestellten Rücksitzen, zumindest laut Datenblatt, 385 Liter maximal. Klappe ich die Rücksitze komplett um, dann wächst das auf 1267 Liter an. Was ein bisschen schade ist, ich habe hier keine ebene Ladefläche, geht schon, mal sagen, locker 10 cm nach unten, bis ich an den Kofferraumboden komme. Und ihr findet übrigens dann eine glatte Ladefläche. Wenn ihr die Rücksitze umklappt, habt ihr immer noch so eine kleine Kante da drin. Und dann gibt es hier vorne noch so ein verstecktes Fach. Das ist nicht sehr groß, aber da könnt ihr super zum Beispiel die Ladekabel unterbringen. Ansonsten findet ihr unter dieser leicht gepolsterten Abdeckung tatsächlich nur noch das blanke Metall. Zur Basisausstattung bezogen auf die Assistenzsysteme gehören beim Cupra Born unter anderem ein Spurhalteassistent, ein Geschwindigkeitsbegrenzer oder aber auch die Einparkhilfe vorne und hinten sowie ein Notbremssystem.
Es gibt aber dennoch einiges mehr, was man dazu bestellen kann. Und das ist hier beim Fahrzeug in Paketen untergebracht, in den sogenannten Pilotpaketen. Davon gibt es zwei an der Zahl. Und das kleinere davon, das beinhaltet eigentlich schon alles, was ihr braucht, um zum Beispiel dieses autonome Fahren bzw. teilautonome Fahren nutzen zu können und um den Wagen deutlich komfortabler und noch mal sicherer zu machen. Und das startet übrigens bei einem Preis von 1.350 Euro. Die Zusammenarbeit zwischen Fahrwerk, Lenkung und Bremse, die funktioniert beim Born gut. Das, was hier ist, das Gas wird gut angenommen. Sobald ich drauf trete, Elektrofahrzeug typisch, geht es halt sofort vorwärts. Die Lenkung ist ja nicht nervös, direkt genug, wie ich finde. Vor allen Dingen auch dann, wenn man den Wagen ein bisschen dynamischer fahren will, das funktioniert gut. Man hat hier allerdings auch serienmäßig bereits eine Progressivlenkung mit an Bord. Das Thema Bremse funktioniert auch gut. Hier muss man allerdings beachten, es ist ein Elektroauto und damit habe ich natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel hier die Rekuperation quasi aktivieren und das heißt, ich nehme den Fahrregelschalter und klippe einmal mehr drauf, dann wechselt das Auto von D auf B und damit wird mein Gaspedal quasi auch zum Bremspedal, denn im Moment, wo ich den Fuß vom Gas nehme, rekuperiert der Wagen sehr stark und das heißt, ich kriege eine starke Verzögerung und habe damit diesen sogenannten One-Pedal-Drive. Das ist hier auch sehr schön. Es ist nicht ganz so stark wie bei manch anderem Auto, aber durchaus so, dass man bei normaler Fahrt sehr wohl auf das Bremspedal verzichten kann und das dann eben nur noch im Notfall braucht. Unser Cupra Born, der hat typische Elektrofahrzeugdimensionen, denn wir haben hier eine Gesamtlänge 4,32 Meter, einen Radstand von 2,77 Meter und das bei einer Höhe von nur 1,54 Meter. Was man hier sehr schön sehen kann, wir haben eine sehr lang gezogene Scheibe vorne, relativ gerade hier, dann leicht abfallend nach hinten und diesen großen Dachkantenspoiler hier, der das Heck abschließt. Wenn wir diese Cupra-Aspekte uns anschauen wollen, der Wagen kommt in der Basis bereits auf 18 Zoll Alus vorgefahren. Es gibt optional bis zu 20 Zoll und das sind auch die Felgen, die wir hier bei uns am Auto haben. Wenn wir ganz nach vorne schauen, dann sehen wir nochmal so ein typisches Cupra-Thema, nämlich diese eingezogenen Scheinwerfer hier. Wenn wir ein bisschen weiter nach hinten gucken, dann sehen wir wieder, sag mal, Sportwagen gehen und das ist hier unten ganz klar dieser Schweller an der Seite, der einfach ja ein bisschen verspielt wirkt und die Sportlichkeit des Autos noch mal unterstützt. Gucken weiter nach hinten, dann haben wir hier noch diese Patterns, die das, diese letzte Säule hier ein bisschen auflockert und haben natürlich schön rausgearbeitete Radhäuser an den hinteren Rädern, um den Wagen einfach da auch noch mal satter auf die Straße zu stellen. Ich schalte jetzt mal um in den Fahrmodus Cupra, um einfach mal zu schauen, ob der hier auch bezogen auf das Fahrerlebnis diesen Namen tatsächlich verdient hat. Wir gucken mal kurz, fahren ein bisschen ruhiger. Hier kommt gleich eine schöne Kurve. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil die Straße zum Teil noch feucht ist, aber nichtsdestotrotz gucken wir noch mal. So, Beschleunigung macht Spaß, Bremse ist auch gut. Wir merken aber das Gewicht vom Auto. Aber wenn wir jetzt hier mal Stoff geben, er zieht schon gut durch und liegt eigentlich auch wirklich schön. Gerade das Fahrwerk, finde ich, macht einen wirklich guten Job. Der Wagen liegt schön satt auf der Straße. Und wenn ihr drauf drückt, auch in der Kurve, beschleunigt er schön raus und zieht sehr ordentlich. Auch schön ist natürlich diese Progressivlenkung, weil ihr einfach viel weniger Lenkeinschlag gerade bei Kehren braucht. Damit seid ihr einfach noch mal flotter und vor allen Dingen ja, sag mal, am Lenkrad agiler unterwegs. Und sehr schön ist, wenn er sich so in die Kurven reinpackt. Der liegt einfach gut, der vermittelt ein gutes Gefühl beim Fahren. Wie gesagt, ist ein Cupra, soll ja auch auf der Landstraße bei etwas flotterer Fahrt Spaß machen. Für den Cupra Born soll es drei unterschiedliche Batteriegrößen geben, und zwar 45, 58 und 77 Kilowattstunden netto. Und die kann ich unter anderem am Schnelllader laden und der höchste Wert, den man hier erreichen kann, das ist an einem sogenannten DC Quick Charger, also Gleichstrom-Schnelllader, bis zu 125 kW Ladeleistung. Und das bedeutet laut Datenblatt, dass wir hier in rund 7 Minuten 100 Kilometer nachladen können oder aber das Fahrzeug von 5% auf 80% in rund 35 Minuten geladen wird. Ich kann natürlich auch eine Wallbox nutzen und hier gibt Cupra an, dass wir bei 11 kW Ladeleistung für eine Ladung von 0% auf 100% ca. 6 Stunden und 15 Minuten brauchen. Die Bedienung hier im Born, die ist Cupra-typisch, das heißt, wir finden hier links neben dem Lenkrad eine Sensoreinheit für die Lichtsteuerung. Dann haben wir auf dem Lenkrad links primär den Bereich der Assistenten bzw. hier des Tempomats. Auf der rechten Seite haben wir die Möglichkeit, uns, sag mal, im Grunde genommen um das Infotainment zu kümmern, können hier aber auch die View-Taste nutzen, um die Anzeige hier vorne von unserem kleinen Display zu verändern.
Dann gehen wir auf den großen Bildschirm. Das ist halt ein 12 Zoll Touchscreen. Da drin sind eigentlich fast alle Bedienelemente in entsprechenden Untermenüs integriert. Schade ist hier, dass wir im Grunde genommen eigentlich keine Direktwahltasten finden, um zwischen den Hauptbereichen hin und her zu springen. Darunter finden wir ebenfalls als Sensorlösung ausgeführt das Thema Heizung links und rechts, also für die beiden unterschiedlichen Zonen. Und in der Mitte ein Swiper, so eine Wischfläche, auch Sensor, die wir nutzen können, zum Beispiel fürs Laut- und Leise-Regeln des Infotainments. Ansonsten haben wir hier nicht mehr viele Tasten und Knöpfe. Das Einzige, was ich aktuell noch sehen kann, ist unterhalb dieses großen Touchscreens in der Mitte der Knopf für die Warnblinkanlage. Mehr haben wir hier nicht mehr. Dann gibt es hier oben noch den Button im obersten Bereich für den Notruf. Und das war es im Grunde genommen an Bedienelementen im Cupra Born. Cupra gibt den Durchschnittsverbrauch für unser Fahrzeug mit dem 150 kW Antriebsstrang und der 58 kWh großen Batterie mit 16,8 kWh je 100 gefahrene Kilometer an. Die maximale Reichweite für diesen Wagen soll 420 km betragen. Am Heck unseres Born fällt zuerst einmal der sehr große und weit rausgezogene Dachkantenspoiler auf, der im Grunde genommen, wenn wir uns die Kante hier anschauen, den Wagen hinten fast gerade abfallen lässt. Darunter haben wir natürlich immer noch eine leicht schräg angeordnete Heckscheibe und hier an der Seite die großen Flaps, die einfach die Aerodynamik optimieren. Schauen wir weiter runter, dann finden wir hier ein durchgehendes LED-Leuchtenband und immer bereits in der Basis mit an Bord LED-Rückleuchten. Gehen wir weiter runter, haben wir natürlich das Cupra-Logo und den großen Cupra-Schriftzug darf hinten nicht fehlen, hatten wir ja vorne schließlich auch. Hier jedoch hat das Cupra-Logo eine Funktion, denn dahinter verbirgt sich der Öffnungsmechanismus für die Heckklappe. Wenn wir weiter runter schauen, haben wir einen relativ schlichten Heckstoßfänger, aber hier mit so einem sehr schön in Kontrastfarbe gehaltenen Bogen, der einfach die Außenseite des Autos betont und es damit von hinten nochmal satter auf die Straße stellt. Und dann finden wir hier unten einen sehr großen, ja, fast schon monströsen Diffusor, der einfach nochmal ganz klar sagt, wir sind Cupra und das ist Sport. Während wir unterwegs sind, hat übrigens Cupra noch mal neue Informationen zum Auto rausgegeben. Und so habe ich jetzt gerade lesen dürfen, dass die maximale Ladeleistung des Autos nicht mehr 125 kW beträgt, sondern jetzt sogar 170 kW. Im Cupra Born finden wir vorne, würde mal sagen, normal große Ablagen in den Türen auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Dann finden wir eine Mittelkonsole, die ist recht großzügig gehalten. Vorne unter einer Art Jalousie ein großes Ablagefach. Dahinter zwei Becherhalter. Und wenn wir dann weiter nach hinten gucken, haben wir hier vor der Mittelarmlehne ein schräges Fach. Dort ist unter anderem auch das kabellose Laden untergebracht. Dann gibt es die Mittelarmlehne, die ich hoch und runter klappen kann und nach vorne und nach hinten schieben kann, aber die ich nicht in der Höhe arretieren kann. Und darunter gibt es dann nochmal ein großes Fach. Hier übrigens verstecken sich auch zwei USB-C-Steckdosen. Wenn ich auf die Rückbank schaue, da gibt es keine Mittelarmlehne mit Becherhaltern. Da gibt es nur die Ablagen in den Türen. Das Einzige, was ich hinten zusätzlich noch vorfinde, das sind die beiden zusätzlichen USB-C-Anschlüsse, damit auch meine Formpassagiere ihre Mobilgeräte zumindest im Auto laden können. Das war unser ADAC-Fahrbericht zum neuen Cupra Born. Und ich finde, das ist ein stimmiges Paket. Das Exterieur sagt ganz klar, hallo, hier kommt ein Cupra. Das Interieur ist vernünftig und vor allem die Platzverhältnisse sind sehr, sehr ordentlich und auch die Basisausstattung kann sich wirklich sehen lassen. Die Preise fürs Auto sind jetzt auch bekannt. Er ist ab sofort bestellbar und er startet bei 37.220 Euro. Wichtig ist hier, zum einen kann man davon nochmal die E-Mobilitätsprämie abziehen mit rund 9.500 Euro. Zum anderen gibt es in der aktuellen Basis die 150 kW Version mit der 58 kWh großen Batterie. Und ich denke, wer sich aktuell für ein Elektroauto interessiert, das nicht zu teuer, nicht zu groß, aber trotzdem so ein bisschen besonders sein soll, der sollte den Cupra Born auf jeden Fall mal Probe fahren. Übrigens, wenn euch das Format gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr auch in Zukunft keinen unserer ADAC-Fahrberichte mehr verpasst.